Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist die Susanne von Bollenhuhnart. Ja, und ich bin mal wieder da und ich habe vor allem mal wieder mein Gehirn eingeschaltet, weil ich arbeite im Moment ganz extrem an Signatura, weil ich will unbedingt dieses Journal jetzt mal fertig machen, welches ich schon so ewig liege habe. Und ja, irgendwie... Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt. Manchmal hat man so ein Projekt ewig und 3 Tage. Und dann kommen immer 1000 andere Sachen und dann bleibt es liege und liege und liege. Und jetzt schaffe ich gerade halbwegs Tag und Nacht dran. Nur was ich vergessen habe, ich könnte mal die Kamera anmachen. Weil wenn ich dann so richtig in Action bin, dann kann ich euch ehrlich gesagt nicht brauchen. Dann, mein Schreibtisch dürfte ich euch jetzt nicht zeigen. Ihr würde vom Glaube abfallen, wie es hier aussieht. Ist hier gerade so vor mir Katastrophe. Aber so ist es. Also ich glaube, ihr kennt es auch, wenn ihr dann so in der letzten Phase seid und ihr braucht alles. Und zwar alles um euch rum in greifbarer Nähe. Dann türme sich, also zumindest bei mir so, bei mir türme sich dann rechts und links so die Berge. Das möchte ich euch nicht zumuten. Nee, nee, kann ich das jetzt einfach nicht brauchen. Aber irgendwann habe ich gedacht, nach ein paar Tagen, habe ich gedacht, ja, du bist ja eigentlich ein bisschen dumm. Könntest ja trotzdem mal die Kamera anmachen. Es reicht ja, wenn die nur den kleinen Bereich da sehen, weil es ist ja interessant, was du da machst. Vielleicht interessiert es ja wirklich jemand, wie du das oder jenes machst. Also, dann habe ich doch ein-, zweimal die Kamera angeschaltet und ich habe jetzt was im Kasten. Das sehen wir jetzt dann gleich. Und ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht heute darum, wie man Fotos mit ins Junk Journal reinkleben kann. Das kann man natürlich auf ganz normale Art und Weise machen, Klebestift irgendwo rein. Man kann das aber auch so ein bisschen netter machen und dann noch mit Funktion. Genau. Und um das geht es heute und ich zeige euch jetzt direkt mal, wie ich das gemacht habe. Es geht los, nachher sehen wir uns nochmal. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Und los geht's schon. Ja, hier sind wir. Da habe ich jetzt, ich war schon mitten drin, wie gesagt, und habe gedacht, irgendwann, ich kann da was. Die Kamera anschalten. Das interessiert euch ja vielleicht auch, was ich da so mache. Also, das ist eine Signatur, die ist soweit schon fertig, bis auf die erste Seite. Da sieht es noch recht leer drauf aus. Und alle von uns haben mal wahrscheinlich so alte Fotos. Das ist eine Kopie von einem alten Foto, weil ich liebe dieses Foto. Und ich habe einfach vor, dass ich das noch öfters benutzen möchte. Und darum war ich bei Action, habe mir das günstige Fotopapier gekauft, habe es auf meinen Drucker gelegt, also auf Scannerglas. Und habe es einfach kopiert auf Fotopapier. Und dann kommt es ganz gut raus, finde ich. Und ja, was ich jetzt hier mache, ist, es war natürlich, hat nagelneu ausgesehen, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass es alt aussieht. Also es sieht jetzt natürlich, nachdem ich es jetzt durch die Finger genommen habe, noch älter aus als das Original. Aber ja, mir gefällt es halt, so eine Sache auf alt zu trimmen. Da wird ein bisschen geknickt, ein bisschen braun gemacht und so weiter. Und jetzt überlege ich, wie bringe ich das auf die Seite. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Und darum habe ich mir gedacht, ich habe bei Action auch schon ewig so schwarz-weiße Stoffe mal mitgenommen. Und das ist ja immer was Verschreckendes. Das war meine Signatur. Da hat mich der Rabbel gepackt, habe ich die auseinandergerissen. Und da, wo es genäht war, sieht es so aus dann. So Sachen passieren bei mir. Also, ja. Wenn es mal irgendwie soweit ist, dass mir irgendwas nicht mehr gefällt, ja, dann da kenne ich kein Halte mehr. Dann verreiße ich das. Da habe ich mir dann eingebildet, ich mache mal schwarzes Gesso drauf und klebe dann irgendwas drauf. Das hat dann nicht funktioniert. Aber das Papier schmeiße ich ja nicht weg. Und jetzt wird es für mich in dem Fall jetzt sogar ein Hintergrund. Und später dann eine Tasche, weil das ist ja stabiles Papier. Und ja. So hat es jetzt wieder seine neue Bestimmung gefunden. Genau wie solche Papierschnipsel, die hier alle auf dem Schreibtisch rumliegen. Das ist ja manchmal übrig, wenn man zum Beispiel von einer Buchseite innen drinnen nur das Geschriebene möchte. Dann hat man ja die Außenkante oft übrig.
Und aber um mit einer Außenkante von so einer Buchseite, die ja, wo keine Buchstaben drauf sind, mit denen kann man wieder einen schönen Rahmen schaffen für irgendwas. Und darum lege ich die jetzt mal so drunter. Also ich probiere das natürlich aus, welche Schnipsel jetzt da geeignet sind. Und habe mich dann für die da entschieden. Und das ist jetzt auch alles nicht geklebt. Das ist jetzt nur mal, das liegt einfach so. Da, Senna, das habe ich doch auch mal euch gezeigt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man digitales Papier altern lassen kann. Ich verlinke euch das noch. Und da habe ich ja auch solche alte oder alt aussehende Tesastreifen gemacht. Also die habe ich immer noch. Ich schneide mir da immer nur so schmale Stücke runter, weil da brauchst du nicht viel. Wenn ihr so ein kleiner Riss irgendwo reingemacht hättet in so ein Foto, dann nehmen wir nur so ein ganz schmales Stückle von so einem Tesastreifen. Und das reicht. Das ist ja einfach nur, dass da so ein Akzent dran ist. Dass man das aussieht, als ob das jemand vor 30 Jahren geklebt hätte oder versucht hätte zu reparieren. Ne? Also dieser Tesa, ich weiß nicht, was das für ein Scotch oder irgendwas hat, brutal, das hält wahnsinnig. Nur leider nicht da, wo es soll, aber irgendwann kriegen wir es dann hin. Und wenn es dann mal hebt, dann hebt es. Ja, das obere, das Zipfel schneiden wir dann ab. Eigentlich war ich ja der Meinung, ich könnte es noch mal irgendwo benutzen, aber ich glaube, das ist rettungslos verloren. Also ich kriege das nicht mehr auseinander, das hat sich irgendwie hingewurschtelt. Also ich glaube, das kann man vergessen. Das andere, das geht noch mal irgendwo hin. Ja, jetzt ist da so ein kleiner Farbklecks drauf auf dem Foto, nur mit diesem Tesastreifen. Macht es einfach wieder, ja, so als Hingucker, ne? Genau. Und jetzt habe ich da das Schätzle gefunden. Das habe ich gedacht, das klebe ich drauf. Dann wollte ich hinten es wegreißen und habe gemerkt, hä, sieht das aus wie ein Herz. Das war reiner Zufall. Ich wollte eigentlich die vordere Seite benutzen. Jetzt habe ich mich umentschieden. Jetzt habe ich die Vorderseite abgerissen, weil das Herz, ich fand, also ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich fand, das hat jetzt so richtig gepasst. So, jetzt haben wir das gesehen. Ja. Also, wie gesagt, also ich mag das, so alte Fotos zu knautschen und auf noch älter zu machen. Das Original hat nicht so furchtbar ausgesehen, aber das jetzt, finde ich, hat ein bisschen mehr Charme irgendwie so, wenn es so ein bisschen wirklich älter aussieht, ja. Und es macht mir halt auch Spaß, sowas auf alt zu trimmen. Ja, also. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen, bevor ich in die Nähmaschine gehe, wollte ich euch geschwind, ich habe jetzt verstärkt in der Kommentare in letzter Zeit gelesen, dass die Leute sich Gedanken machen, ob das denn der Nähmaschine nichts macht, wenn man quasi vorher geklebt hat und man geht dann an die Nähmaschine. Da möchte ich jetzt kurz drauf eingehen. Also, bei meiner Nähmaschine, ich habe bis jetzt noch keine Probleme mit gehabt, muss ich sagen. Aber wenn ich weiß, ich gehe hinten an die Nähmaschine, dann denke ich natürlich auch vorher dran und ich benutze so wenig wie möglich Kleber. Also, und ich mache es ja meistens mit so einem Brittstift oder so einem Uhu-Stift und dann auch nur quasi, wenn ich außen nähen möchte, wenn ich dann Klebstoff benutze, dann mache ich den innen hin. Also da, wo die Nähmaschine eigentlich gar nicht großartig hinkommt. Und wenn ich außen was hinmache, dann nur so wenig wie möglich. Wie ich letztes Mal gesagt habe, ein Hauch von nichts. Das ist nur, damit es an der Stelle, wo es hin soll, schon mal sitzt und nicht verwackelt. Aber jetzt für sowas, was wir jetzt gerade machen, so ein Foto und auf dem Stoff und drunter nochmal so ein bisschen Pappe, da könnt ihr, da brauchen wir gar nichts kleben. Da gehen wir einfach an die Nähmaschine, haltet euch das so fest, wie so in so einem Sandwich. Und dann gehen wir an die Nähmaschine und dann legen wir euch das vorsichtig drunter. Drunter ist ja ein Stück Papier gewesen, das war ja stabil, da kann eigentlich nichts verrutschen. Und dann gehen wir an die Nähmaschine. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Moment. Weil wenn man da mal guckt, was auf dem Foto los ist, ich vermute, es war eine Verlobung oder sowas oder am Ende eine Hochzeit, ich weiß es nicht. Ich kenne die Menschen da drauf nicht. Ich hab da mal alte Fotos wo gekauft und ja, das war da dabei.
Und ja, da gehe ich jetzt mit euch an die Nähmaschine, zeige euch das, weil ich habe nichts geklebt. Das ist alles nur, das liegt alles nur offen und lose übereinander. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen schwierig, da mit einer Hand zu filmen, weil ich euch ja in der Hand habe mit dem Handy und zu nähen. Aber es geht. Ich muss ja nicht mal, das müsst ihr nicht festhalten. Das zieht es von ganz allein gerade nach hinten. Ja, so. Also ich habe das sogar, eine Hand habe ich die Kamera in der Hand gehabt und mit der anderen Hand, nee, so rum, und mit der anderen Hand habe ich das genäht. Das geht, weil die Nähmaschine ist ja so gemacht, die hat ja ihr Füßchen unten und die schiebt euch das Papier rein. Da braucht ihr noch gar nicht großartig was festhalten. Manche krallen sich da an dem Stoff fest oder an dem Papier fest, das ist nicht nötig. Das läuft von ganz alleine dadurch und zwar kerzengerade. Also das Einzige, was ihr ab und zu machen könnt, ist vielleicht das Ende vom Papier halten und so ein bisschen die Richtung geben. Oder wenn man so um eine Kurve will, dann muss man natürlich schon das Papier bewegen. Aber jetzt für sowas, ihr müsst halt nur Gas geben, bis ihr am Ende sind, stoppen, Nadel rein, Füßchen hoch, rumdrehen, Füßchen runter, weiterfahren. Das ist kein Hexenwerk, aber es macht halt einfach ein tolles Bild, finde ich. Also so eine Naht, also ich mag gern die Zickzack-Naht, die andere, die gerade ist auch schön, mit der kann man auch tolle Sachen machen, aber das ist einfach toll. Und ihr könnt auch mal mit schwarzem Faden, mit weißem Faden, ich habe auch schon mal mit blauem Faden, also das ist ja auch, je nachdem wie euer Projekt aussieht, können wir da so ein bisschen variieren. Ja, genau. Also mit dem Klebstoff ein bisschen aufpassen. Wenn ich Klebstoff dran habe, tatsächlich, dann muss ich sagen, also ich gebe Gas. Also das, was ihr jetzt da gesehen habt, da habe ich jetzt nicht so Gas gegeben, wie ich normalerweise Gas gebe. Ich gebe ordentlich Vollgas. Also zumindest mal mit der Nähmaschine. Das hört sogar mein Mann, der unter mir sitzt und Fernsehen guckt. Wenn ich da manchmal runterkomme, sagt er, warst du wieder am Nähen? Sag ich, hast du gehört? Ja, anscheinend hört man das. Also ja. Aber mein Maschinchen macht das mit. Und weil, wenn man da gerade an so Signaturen schafft und ich nähe halt gern um meine Blätter drumherum. Und wenn man da halt, was weiß ich, 30, 40 Blätter da einmal umnäht, dann hockt man eine Weile. Also da muss man nicht viel überlegen, da kann man einfach Gas geben. Das Einzige, was dann immer nervt, ist, wenn der Faden ausgeht. Aber auch dafür habe ich immer ein Video gemacht, wie man also einen Faden einspult und aufspult. Ja, genau, weil das war am Anfang für mich auch ganz schwierig. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie geht denn das? Aber es ist dann ganz einfach, wenn man es mal weiß, wie es geht. So, und jetzt zeige ich euch noch den Rest. Und ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr auch mal so ein bisschen Fotos benutzt oder die Idee vielleicht euch gefallen hat, was ich jetzt da gemacht habe. Und ja, die anderen Videos wären dann auch noch bearbeitet von mir. Und ja, ich könnte wirklich ab und zu mal einfach Kamera anmachen. Was ist denn da dabei? Man muss einfach nur dran denken. Naja, manchmal ist es halt so. Also, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Lasst euch nicht stressen. Genießt eure kreative Zeit, wenn ihr sie denn habt. Und bis zum nächsten Mal. Gell? Tschüss. Schon sind wir fertig. Einmal einfach drumherum. Und so eine Zickzacknaht ist einfach schön. Ich finde die einfach schön. Ja. Ah, also ich finde, jetzt sieht es schon ganz ordentlich aus. Ihr kommt wieder ein bisschen höher in Ständerlenei. Da checke ich gerade, ob mein Autofokus funktioniert. Ich habe so Paranoia jetzt. Beim letzten Video hat sich der irgendwie ausgeschaltet mit meinem neuen Handy. Ich habe das halt noch nicht so drauf. Ich bin nur noch im Üben. Ne? Jetzt habe ich immer, wenn ich Kamera wieder angemacht habe, habe ich gedacht, oh, ich muss erst gucken, ob das funktioniert. Gell? Ja, da ist wieder mein Kaffeetöpfchen. Das steht, glaube ich, das ganze Jahr jetzt auf meinem Schreibtisch. Da wird immer nur nachgefüllt. Und sehr, sehr dunkel, wie ihr seht, also fast schon schwarz. Ich muss aber wieder nachkaufen, fällt mir gerade ein. Muss ich auf den Einkaufszettel schreiben. Das ist jetzt mittlerweile getrockneter Kaffee. Und ja, und jetzt kommt diese goldene Paste. Ich liebe die so. Gell? Ganz, ganz wenig mache ich da auf das Herzle drauf und nur auf einer Seite. Gerade das ist so, ich meine, das war ja ungeplant. Und ich habe jetzt auch nicht vorgehabt, da irgendwas dran zu ändern, weil das war einfach nur, da war ja Papier drauf geklebt
Und durchs Abreißen ist diese Herzform entstanden und jetzt wollte ich die einfach nur ein bisschen ja, hervorheben, ja, mit dem Gold auf der einen Seite. Also, und es reicht, mehr braucht es einfach da nicht. Und das kommt jetzt, ja, da rechts oben hin. Und so ist es. Also wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr hättet das Foto einfach so drauf geklebt, dann ist das ein bisschen langweilig. Und dann hätte er auch keine schöne große Tasche oder so. Wenn er das jetzt so euch jetzt aufklebe, nachher klebe ich das auf, dann habt ihr eine schöne große Tasche. Da oben ist der Rand mir zu weiß. Das ist da, wo ich das gerissen habe, das schwarze Papier. Darum distresse ich das ein bisschen. Und das Papierle da ist ja nicht geklebt. Das ist ja nur vom Annähen einfach da noch ganz locker. Und das mag ich, wenn es ein bisschen so geknickte Kante hat und so. Wie wenn halt Epp schon alt ist. Ne? Wie im Buch, wo Eselsohr hat. Und ich provoziere die so richtig, die Eselsohr. Ja, weil es halt einfach toll aussieht. Wenn es so ein bisschen lebendig ist, so ein bisschen dreidimensional ist. Ne? Und das können wir gut machen, wenn wir das eben nicht so alles perfekt angeklebt hätten. Und das Schwarze ist ja schwarzes Gesso gewesen oder schwarze Acrylfarbe können wir auch nehmen. Und damit es ein bisschen wieder besser zur Vorderseite passt, habe ich jetzt da auch ganz wenig von dieser goldenen Paste dahin gemacht. Seht ihr? Das ist echt schön. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera so richtig erkennen könnt, aber so ist es nicht so ganz hart schwarz, sondern so sanftes Schwarz. Ne? Ja. Ja, und jetzt gefällt es mir schon ganz gut. Jetzt kommt ein bisschen Uhu drauf. Und ja, und das war es eigentlich dann schon im Großen und Ganzen. So könnt ihr euch einfach individuelle Taschen machen. Da braucht es nicht viel. Einfach nur ein paar Sachen. An drei Sachen festgemacht und schön andrücke. Das braucht ein bisschen, bis der Uhu gezogen ist, aber ihr habt ja Zeit. Ja, jetzt hören wir Musik. Es ist schon wieder vorbei. Das ist leider ein kurzes Video. Da habe ich mal einen Tag probiert, ob der reinpasst und wie es aussieht. Und da habe ich gedacht, irgendwas, eine ganze Kleinigkeit, die fehlt noch. Dann habe ich in meinem Zeug gegruschtelt und habe das kleine Schildle da noch gefunden, von den kleinen süßen Dinger, die ich mal fürs Designteam von Barbara Ferdinand Dragonflies gemacht habe. Verlinke ich euch auch nochmal das Video. Und das fand ich, das könnt ihr noch drauf. Und jetzt suche ich gerade den richtigen Platz dafür und hier ist der richtige Platz. Ich finde, das passt perfekt. Und auch gerade, dass das diese weiße Ecke da hat, das war, also eigentlich wollte ich das mal irgendwo hinhängen, das war jetzt nicht Absicht, das ist ja schon älter. Aber ich klebe das jetzt genau dahin, wo das Foto aufhört und der schwarz-weiße Stoff dann anfängt. Und ich finde, da passt es perfekt. Das ist so ein richtig toller Übergang und ja. Und ich finde, das Home passt auch irgendwie zu dem Bild. Ich weiß nicht. Ja, dahin. Seht ihr da? Genau da, wo das Foto aufhört und das Schwarz-Weiße da in der Mitte. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert mal, alte Fotos auch zu verwenden. Ob die bei euch in einer Kiste rumliegen oder ob ihr die benutzt. Ihr müsst dann das Original benutzen. Macht es, wie ich das gemacht habe. Macht euch eine Kopie davon oder nehmt das Original. Eigentlich ist es egal, wie ihr es wollt. Also, ich wünsche euch was, gell? Freue mich, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.